Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ich wollte hier jetzt mal nachfragen, ob wir von ihr jetzt endlich mal wieder eine neue Quest kriegen. Leider nicht. Von Barencia auch nicht. Aber er bestimmte. I've an acquaintance, an alchemist of some skill by the name of Dunister Wixton, in order to complete a project of mine. He needs a rather rare item, the heart of a Daedra. Oh geil, Daedra, nice. I won't lie to you. The Daedra want this heart back and you may encounter some of them along the way. Are you willing to risk this in reward for a generous fee? Ja. You will? Then good luck to you. Here is the Daedra's heart. If it is not to my friend Dunister Wixton hands in 20 days, it will be too old to be used. After you have delivered it, return for your reward. Good luck and Godspeed to Singday. Boah, nice. Das heißt, wir werden Daedra jetzt antreffen. Ich hoffe, wir werden das überleben auch. So. Okay. Das hat jetzt ein bisschen länger geladen. Okay, Menschen sind unterwegs. Wir sind nicht zum Werwolf mutiert. The Daedra says, Maxius the Second, you meddle in affairs beyond your ken. Yes, your name is now known to us, and we will not rest until the heart of our brother is back in our hands. Prepare to fulfill your destiny, mortal. Yo! Daedroth. Das war ein Daedroth. Aber okay. Krasse Waffen hat er jetzt nicht. Boah, geil. Die ersten Daedra. Aber ich hätte gerne lieber die Succubis gehabt. So, wie heißt das? Wo wir hin müssen? Werest, also King Edwire of Werest asked me to bring the Heart of Daedra to in Singday. Okay, dann kein Daedra hier. Auf nach Singdale. So, Singdale. So, da hinten im Westen, Osten, Entschuldigung. Dann reisen wir mal schnell hin. Und da ist schon der nächste Daedra. Komm, geht kap. Yo. Okay, das war jetzt ein Daedroth. Und wir müssen zu jemandem namens Wixton es bringen. Dunister Wixton. Wir fragen mal die Leute. Das ist diesmal eine etwas größere Stadt, wo wir. Hier ist wieder die Dunkle Bruderschaft und da die Diebesgilde, okay. Ah, aber hier gibt es auch ein bisschen mehr was zu kaufen und verkaufen. So, okay, People. His Alchemist in the Champion Physics of Singdale. This Alchemist is a well-to-do merchant named Dunister Wixton, and if I. Mal schauen, ist das vielleicht Alchemist hier? Ah, hier. But such stupid question, I don't think. Okay. Wir sind aber auch wieder normal mit den Leuten am Reden. Komisch. So, okay. Vielleicht auf Blunt. A little more wandering around will make a right good improvement in your manners. Ich glaube, wir müssen so oder so wahrscheinlich jeden einzelnen Laden hier einmal absuchen. Das ist eine Bank. Dann gehen wir mal nach Norden. Dann müsste es wahrscheinlich hier irgendwo sein. Da sind die nächsten zwei Läden. Ach, da schon wieder. Autsch. Jo. Autsch. Okay, das wird ein bisschen heftiger hier. Das wird ein bisschen heftiger wohl.
So, wir fragen den hier jetzt mal. That's that way, northeast. Nordosten. Okay. Müssen wir mal. Warte mal. So. Ich bin noch gesund, okay. Klamottenladen. Müsste vielleicht eins von denen hier sein. Das ist Waffen. Ist das das? So. Och nee, warte. So, okay. Also, warte. So, aber viel Geld hat er. Egal, dann gehen wir mal rein. Ah, haben wir. Ist er das? Hier drin vielleicht? Nee. Hier, er. Oh, marvelous. An astounded Arthur's Daedrim. With minimal decomposition. Hurry back to King Edwire now, Max. There's a lot on his mind. And if you're not back in 20 days, he may forget you even left. Okay, dann jetzt ganz schnell nach Varys zurück. So. Nice. Kein Daedra? Okay. Auch kein Daedra? Dann wollen wir das mal schnell. Komm, ich will hier hoch. Ich will hier hoch. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich hier rum. Erst sobald wir durch die Tür sind, stecke ich mal die Waffe wieder ein. Okay, von einem Daedra werden wir jetzt aber nicht gejagt. Oder Daedroff. Aber ich finde es krass, dass wir hier auch daedrische Gegner jetzt schon haben. Aber ich vermisse den Sukubi, wirklich. So. My young friend, I haven't forgotten about the Orc affair, you know. Outstanding job, Max. I knew those Daedrlings wouldn't slow you down. Your superior skill has been duly noted. Thank you, and here is the 68 gold we agreed on. Alles klar, haben wir wieder ordentlich Geld bekommen. So, dann müssen wir aber unser Geld auch noch in die Bank bringen. Und auch noch ein bisschen was verkaufen. Bevor wir wieder da reingehen, ein paar Quests machen. Wir haben ja wieder die Taschen voll. Also nicht damit voll, aber hier zumindest damit. Wir haben 11.594 Gold. Ist schon eine ordentliche Summe auf Tasche. So, und dann hatten wir ja genau hier schon mal den ersten Laden. Und den will ich ja wirklich auch noch beitreten, aber ich glaube, denen treten wir erst bei, wenn wir ein Sentinel sind oder so. So, also. Dann läutern wir mal ein Weilchen. Dann schauen wir mal, was der so vielleicht sogar im Angebot hat, nachdem wir verkauft haben. So, und im Wagen haben wir ja auch nichts, ne? So, was hat er hier? Nichts Besonderes. Hier auch nichts. Okay, dann wollen wir weiter dahin. So, genau. Er eigentlich hier. Oder? Nee, das ist doch der Laden, wo wir, also der Funshop, wo wir die anderen Dinger da verkaufen können. Wie süß das Schweinchen da ist.
haben wir denn für einen Job? Also, wir sind schon lange dran vorbei. Ah, wieder dran vorbei. Das müsste sein, ne? Ja. Hier kann ich meinen Pfand abgeben. So. Wo haben wir unseren Pfand? Da und da. Okay, und was hat er hier so ein Angebot? Aus Mithril noch nichts, was ich, wie ich sehe. Ja, okay. Was haben wir noch im Inventar? Was weg muss? Ah, hier, zwei Ingredients, okay. Drei. So, dann ab nach Westen. Einmal kurz den Ingredient Shop hier, den Gewürzladen finden. Für mich ist das ein Gewürzladen. Kann man sagen, was man will. Für mich ist er Gewürze. So. Und da haben wir schon. Einfach nur geradeaus. Waren die nicht mal woanders? Ne, in Daggerfall waren die weiter im Westen. Hier in Varist habe ich die noch nicht besucht gehabt. So. Hier habe ich nichts, aber hier. 16 Gold immerhin. So, wo ist Norden? Da ist Norden. Dann holen wir uns noch mal ein paar Quests. Aus dem Königshaus hier. In der Hoffnung. Ah ne, warte, erstmal Geld. Das Geld müssen wir erstmal einzahlen. Dann können wir auch noch einen kleinen Zwischenstopp machen hier beim Waffenschmied und so. Die hier irgendwo eigentlich sein sollten. Wo wir schon dran vorbei sind. Da vorne. Machen wir erstmal einen kleinen Zwischenstopp. Gucken mal an, ob die jetzt endlich mal was haben, weil wir ja in der letzten Folge Level 8 erreicht haben. Nein, hier nichts. Mithril Wakizashi. Nee. Aber der muss doch hoffentlich was haben jetzt, oder? Ich finde das schade, wirklich. So, Norden war da lang. Diese das nervt so richtig, wirklich. Ich frag mich auch, warum haben die das so reingetan? Das nervt ja richtig. So, da haben wir die Bank. So, einmal ordentlich Geld rein. Eins. Nicht 11. 1, 0, 9, 6. So, 270.000, fast 80.000 haben wir. Aber wir wollen uns ja noch ein ordentliches Haus holen. So, und jetzt dahin, komm. Da ist ein Eingang. Boah, wir sind nur am Rennen, wirklich. Egal, dann trinke ich halt nochmal einen Schluck von meinem Kaffee und... Das da habe ich nie gesehen. Das ist mir nie aufgefallen.
Was ist denn das überhaupt? Okay. Was ist das? Ein Irrgarten. Oh, da habe ich jetzt Bock mal reinzugehen. Okay. Die Statue will ich haben. Gerne für mich zu Hause privat. Sehr, sehr gerne. Wirklich. Die hier eigentlich auch. Die er nicht. Das er auch nicht. Das wohl er nicht. Hier geht's auch nochmal raus. Ah, okay, das sind Statuen von irgendwelchen Monstern. Die hätte ich gerne. Statue von der Königin. Ah, okay. Ich glaube, das sind einfach nur die Personen, die es hier irgendwo geben kann. Einfach mal so eingefärbt, dass man denken könnte, es sind Statuen. Okay. Meine Theorie. Also. Wo führt's hier lang? Was ist denn das denn für eine Statue? Die hätte ich auch gerne. Sieht aus wie eine Medusa. Ich glaube, mehr Statuen gibt es hier nicht. Ich finde schön, wie die Textur hier auf einmal so nach dahin gezogen ist. Ich glaube, wirklich mehr Statuen gibt es hier nicht. Na egal, das reicht. Alter, wie viele Menschen auf einmal hier rumlaufen. So, das können wir aber nicht einsammeln, oder? Oder die Schaufel? Auch nicht. So, dann hier. Gehen wir mal wieder rein. Wir wollen ja noch ein paar Quests kriegen. Die hat doch jetzt bestimmt was für uns. Ja! If you're interested in earning 656 gold for doing nothing more than delivering a little parcel to an agent of mine, speak up now. Yes. Excellent. Here's the Iron War Axe. Now Vanuna Hatham needs to have it in Woodturn Farmstead in 13 days. That ought to be just enough time. I hope you will recognize Vanuna Hatham. Just look for a young lady in green. Good luck and thank you. Ich erhoffe mir eigentlich schon eher bessere Quests von denen. Ich erhoffe mir das wirklich. So, wie heißt das Ort? Woodturn Farmstead. Komm, wir machen erstmal Wood. Dann müsste es hier irgendwo stehen. Woodturn Farmstead, da haben wir es. Ja. Um 3 Tage wird das dauern. So, wo könnte die junge Dame sein? Hm? Die junge Dame in Grün suchen wir. Das wird ewig dauern, bis wir die hier gefunden haben. Bei so vielen Häusern, wie hier rumstehen. Okay, dann schauen wir mal. Hier nicht. Hier auch nicht. Oben bestimmt, oder? Auch nicht. Nee. Ich muss mir irgendwie echt mal merken, wie die Häuser hier alle aufgebaut sind. Die sind ja alle fast gleich. Hier noch ein Wandschrank. Bestimmt hier drin, ne? Nee, nicht hier. Hier dann. Ja, da ist sie. Versteckt sich auch im Schrank. Oh, good to see you, Max. And the Iron War Axe, so excellent. Here's the 656 gold pieces. I believe you were promised by Princess Morgia. Nice. Und dann können wir wieder gehen, beziehungsweise wir wollen uns hier nochmal angucken.
Und dann jetzt können wir gehen. So, und zurück nach Verest. Ah, wir sind. Okay. Norden von Verest ist also ein kleiner Hügel. Und hier können wir rein. Aber ich will irgendwie den hier erfüllt haben. Hier, dear Max, my eyes and ears abroad say that you are interested in the fate of a certain letter. Any emperor should not be so careless, nor should a queen. You really should come visit me in Castle Verest. I have some most interesting tidbits that I am sure you would enjoy hearing. Morgia, Princess of Verest. Vielleicht muss ich sie auf irgendwas ansprechen. Ich bin mir da nicht sicher. Um voranzukommen, weiß ich jetzt wirklich nicht, was ich machen soll. Oh, wir müssen wieder jagen. If you have a couple days to spare and wouldn't mind being 755 gold pieces richer, I have a mission requiring some speed and delicacy. Yes? Excellent, Max. Now I have a spy. Victane Buckingsley in Lumwark, who needs a telescope to continue her surveillance activities. I am given to understand she has found something of interest of a mutual friend of ours, which needs to be delivered as well. So, here is the telescope. Take it to a young lady in green in a place called the Masterson Residence in Lumwark, and there you will get further instructions. Good luck to you, Max. Toll. So, aber wir müssen einmal kurz hier das hier machen. So, tut mir leid, junge Dame, dir auch. Tut mir leid. So, das müsste jetzt reichen, oder? So, oh, Teleskop, nice. Und wieder einstecken. So, wie hieß jetzt der Ort, wo wir hin müssen? Lumwark. Okay. Lumwark. Da weit im Norden. Okay. Was sagt jetzt die Uhrzeit? 7.10 Uhr. So, da haben wir wieder eine schöne junge Dame. Die kann bestimmt sagen, wo hier das hier ist. Begin your pardon, but that's such a stupid question. I don't think I should have a answer. Die vielleicht? Of course I'll help you. Just go away north of here. Okay. Norden. Wie groß ist denn der Ort? Da haben wir jede Menge. Eins davon muss es sein. Dann gehen wir mal in die Mitte davon und die werden dann sagen, welches davon das ist. Die junge, hübsche Dame bestimmt kann das sagen, ne? So. Why don't you try asking like a normal human being would? Nochmal, vielleicht blunt. So. Why don't... Nochmal so vielleicht. Why the hell would I want to give you a direction? Tut mir leid. Ich wollte es nur mal versucht haben, ja? Bestimmt kann er mir sagen. Machen wir erstmal auf Land wieder. You will find the Master Residence auch will close by. Ja, nice. Der hat es mir markiert. Das da. Das da ist es. Nein, dann rein in den Aal. Hi. Redor Wigton. Okay. Ah.
So habe ich eine Hütte auch noch nie gesehen. So. Excellent timing, Max. Allow me to introduce myself. My name is Victane Buckingsley and I believe that's my telescope you are carrying. Princess Morgia, I believe told you I would have a little job for you. Take this relic over to a well-to-do merchant in Watry Moor. The name's Perister Gearsley and you'll find him at the Greening Residence. Your gold will be waiting for you there as well. Be better be on your way. He expects you there in 25 days. Okay, wir werden weitergeschickt. So. Wo muss ich hin? Victor Buckingsley, Herr Teleskop und Paris in of Watry Moor, with the, also Watry Moor. So. Vartrimor? Jo, da unten. Alles klar. 4 Tage wieder. Scheint ein bisschen größer zu sein hier. Ah, wir waren hier schon mal. Krass, dass die das gemerkt haben. So, hübsche Dame, du kannst mir doch sagen, wo das ist. Listen, I don't give directions to people who talk to me like that. Ja, okay. Tut mir leid. Wollte deine Gefühle nicht verletzen. Mein Herz ist auf jeden Fall gebrochen, weil ich freundlich sein wollte, höflich gefragt hatte. So, aber dem können wir auch noch bestimmt irgendwas verkaufen, ne? So. Ach ne, wir hatten ja schon alles verkauft. Wir hatten hier jetzt nichts eingesammelt. Toll. Aber der hat bestimmt irgendwas. Sash hat er. Und so ein Ding. Nee, lassen wir mal sein. Ein Moment. So. Okay, dann suchen wir mal irgendjemand anderen. Da haben wir wieder eine hübsche junge Dame. So. Go north, no east, no, away north east of here. Okay, nordöstlich. So, hübsche Dame. So, of course now they're in green, but I don't wanna tell the likes of you. Okay, nur weil ich die als hübsch bezeichne. Ich versuche nur nett zu sein. Hier noch eine junge Dame. So, listen. Oh, kommt, Leute. Gibt es hier noch irgendwo Menschen? Ich verzweifle gerade, weil ich höflich sein will, nett sein will. Irgendjemand muss mir das auch sagen können. Hier. Junger Herr. Du kannst mir das bestimmt sagen, ja? I wish I knew, Max. Could be anywhere. Da gibt es wieder Menschen. Komm, ich frage ihn. So. What you're going to want to do is to go way southwest of here. Südwestlich. So, dann fragen wir mal die hübsche Blonde. Why on time would I want to want you to know, Max? Ja, okay. Ich hoffe, vielleicht ist es das hier. Muss ich vielleicht auf normal machen? What you're going to want to do is to go northwest of where of here, I think. Jetzt nordwestlich. Also kann es einer von den dreien hier sein. Ich versuch's mal hier. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Er sitzt nicht. Dann hier bestimmt. Wow. Hier sind wir falsch. Gibt's bei ihm dahinter auch noch eine Tür vielleicht? Nee. Dann riskieren wir es mal hier. So, sie ist es nicht.
Hier auch nicht. Nach oben vielleicht, komm. Oben ist auch niemand. Irgendwo muss sie doch ja sein. Ist sie das? Nein, aber mir gefällt das Outfit auf jeden Fall. Ich glaube, wir waren nicht ganz fertig, oder? Da ist ja noch eine Tür. Ah, okay. Dann vielleicht hier. Nope. Ja, vielleicht? Nein. Ja, ah. You must be Max Dearest the Second. Victan Buckingsley told me to expect you. I am Perister Dearestly. Let me have a look at that relic. Very interesting indeed. Well, here's your 755 gold pieces. You never saw me. Got it? Habe ich dich nie gesehen. Ich habe keine Ahnung, wer du sein sollst. Nice. Nochmal ein bisschen Geld verdient. So, was gibt's denn hier noch? Eigentlich sonst nichts mehr. Das heißt, wieder zurück nach Weyrest. Und wieder diese schreckliche Musik. So, okay, aber wir gehen dann nochmal da rein. In der Hoffnung, dass wir vielleicht wieder eine ordentliche Quest bekommen. Statt solche Kurierdienste. Lang. Was sagt denn die Uhr? 7:16 Uhr. Okay. 7:16 Uhr geht klar. Entschuldigung. Und rein hier. Schönes Banner eigentlich. So, aber die muss jetzt doch was haben, oder? Okay, dann hier. Tell me about where am I? Any news? Komm. Nee, where, nee, das ist wo bin ich, nicht wer bin ich? The Blade. Okay. Hier muss doch irgendwas geben. Okay, da kann ich nichts herausfragen. Die Barentia, die gibt mir auch keine Quests, ne? By the Mist, good to see you, Max. So, was ist mit ihm? Der hat wieder eine Quest, natürlich. I was wondering if you might do me a small favor. You see, I have a friend who requires a certain shipment of a certain substance brought by a certain time. I trust I'm making myself clear. Are you available for such an assignment? Given a payment of, say, 712 gold pieces. Komm, machen wir. So, you're available. Well, that's grand, I must say. Now then, here's a Wazamijic Ichor. It needs to be brought to an alchemist I know by the name of Gunnyria Gearing. You'll find her at the Champion Chemistry in Warmoor. With luck, she will have something for you to bring to my friend Gondorweir Buckingsley. Well, you best be off. Gunnyria Gearing told me she needed the Ichor in 23 days or less. Thank you and have a good journey. Okay, wir sind und bleiben der königliche Kurier. So, Warmoor oder so hieß das, ne? Warmoor, genau. Dann auf nach Warmoor. So. Ja, komm. Oh, ist sogar eine etwas größere Stadt. Nice. So, da bin ich jetzt gespannt. Ich hatte auch noch nichts besiegt. Besiegt, sage ich jetzt. Besucht.
So, dann schauen wir uns mal um. Es muss ja eh ein Alchemieladen sein, glaube ich, wo wir hin müssen. So, vielleicht ist das schon das Erste. Was war das denn für ein Geräusch? Ne, aber hier haben wir schon mal Waffen. Vielleicht hat der hier irgendwas, was wir gebrauchen können. Mithril Mace? Nee, danke. Mithril Claymore? Nee, schade. Das ist echt schade. So, dann hier wahrscheinlich. Komm, die können wir auch mal absuchen. Die haben ja meistens auch irgendwas an Mithril oder so. Waffen meine ich. Oder Rüstung. Wir brauchen eigentlich eher bessere Rüstung. So. Hier haben wir den. Nope. Finde ich schade, dass die nicht so viel haben vom guten Stuff. So, dann haben wir hier noch mal einen General Store. So, was hat der so im Angebot? Nix aus Mithril. Nope. Okay, mehr hat er auch nicht. Hier Klamotten. Dann hier das hier nochmal. Auch nichts. Nope. Auch nope. Okay, dann heißt das jetzt erstmal. Ah, jetzt sind wir komplett im Kreis. Okay, noch mehr Läden durchsuchen. Weil wir brauchen hier The Champion Chemistry. Und das ist ein Tränkeladen. Chemistries sind meistens Getränkeladen. Getränke. Zaubertränkeläden. Hier haben wir eine Bank. Noch eine. So, das da vorne ist vielleicht noch ein Laden. Kann ich auch. Bücherladen. Okay, dann da hinten nochmal suchen. Wir rennen hier jetzt einmal quer durch die Stadt für ein. Ja, für einen Kräuterladen. Ist das der? Nein, war das da. Ist auf jeden Fall ein Gewürzladen auf. Ist aber nicht der, den wir suchen. The King ist. Ja, okay. Dann ist das hier dort bestimmt. Ja, eins auf jeden Fall. Ist er das? Excuse me, are you a doctor or have any healing abilities? I really need someone that can heal my cousin. Ja, komm, machen wir. Thank you, thank you. My name is Redard Kingston. I recently received word that my cousin Rodicta Ashwing of Charwich is deathly ill and will probably die in 13 days. Whatever you can do to cure him will be greatly appreciated. Here's 8 gold. I will pay you 31 gold more if you can heal him. Aber das war jetzt nicht das, was. Ist sie das? Lovely Max, lovely. Now, here's the system that needs to be given in Gondivir Buckingsley over in the Wickwind Risen and Buckingsley Plantation. Don't dawdle? Wird das so ausgesprochen? Max deals the second. Gondivir Buckingsley needs it in 23 days or less. Okay. Was ist das? Jo, jetzt haben wir zwei Quests. So, okay. Roderick Kingston of Warmore has paid me to heal his cousin, Roderick Ashwing of Charwich.
He will most likely die in 13 days. Und so, so, warte, jetzt ist das oder das? Das hier müsste das sein. Venera Gearing sent me to a Gondor Buckingsley, the third party in the Buckingsley Plantation. Okay, hier Buckingsley Plantation und Charwich müssen wir jetzt uns mal ansehen. So, wo ist Buckingsley? Genau, the Buckingsley Plantation ist da. Wo bin ich? Da oben. Und Charwich. Okay, dann machen wir erstmal dahin. Uns auf den Weg. Wenn Charwich näher ist. Today is the 16th of Mid-Year, the traditional day for the Mid-Year celebration. Perhaps to all alleviate the annual news of the Emperor's latest tax increase, the village temples offer blessings for only half the donation they usually suggest. Many so blessed feel confident enough to enter the high rock dungeons when they are not fully prepared. So this joyous festival has often been known to turn suddenly into a day of defeat and tragedy. Okay, es ist ein Trauerfeiertag oder sowas in der Richtung. So, egal, wir fragen jetzt erstmal hier General, the Master's Arisen. Perfekt. Müssen wir da überhaupt auch hin? So, Chemist. Hier, da, ne? Da. Charwich, genau. Robert Kingston of Warmer has. He will most. Achso, warte mal. Ich frag ihn nochmal nach People. Dann hoffe ich mal, dass das, was er mir gezeigt hat, eventuell das ist. So, gute Dame. Kannst du mir vielleicht helfen? By the Archdruid, as if I know, ask someone else. Okay, dann nicht. Vielleicht Blunt? A warm hello to you, Maxius. There's no reason to talk down to me like that. I can't help you anyway. Okay. Dann halt nicht. So, hier. People. I guess I can tell ya that's that way, north. Okay, also ist vielleicht das hier wirklich das richtige Haus. So, ist er das? Nein, ist er das? I feel so weak, I don't know what is wrong with me. My cousin Roderick Kingston sent you to help me? Oh, thank you, thank you. I have just heard of a healer named Barbin Ashley in Arkshire who may be able to help me. Please go to her and bring me the cure before it's too late. Ja, zwei Quests auf einmal. So, was machen wir da? Barbin Ashley in Arkshire. Suchen wir mal Arkshire. Arkshire. Da unten. Ja, komm. Und, oh, das wird ein bisschen größer hier. Das wird eine bisschen größere Aufgabe. So, okay, wir suchen jetzt aber mal nach Barbin Ashley. Why the dragon? Such a simple question and me not knowing. I beg your forgiveness, sir. Okay, so dann ihn. What you're going to want to do is to go to not too far to the west, if you don't mind walking. Westen, das heißt da hinten muss sie sein, irgendwo. Jo, komm, hier.
So, hier, die hübsche junge Dame, die kann mir bestimmt helfen. It's really easy. You'll want to go that way, southwest. Okay, da hinten. Wir grenzen das immer weiter ein. Müsste dann hier irgendwo sein. Wenn jetzt nur irgendjemand hier wäre, um mir die genaue Richtung zu sagen. So. Da haben wir wieder jemanden. Go north, no east, no, that's way. Just keep going north. Okay, also wir engen das immer weiter ein hier, wo das sein kann. Komm, einer von denen wird mir bestimmt sagen können. So, why on Tommy Wood? Ja, okay, dann halt nicht. So, northwest of here. Okay. Ja, kann bestimmt sagen. Ja, okay, dann nicht. So. Ja, hier aber. Ah, wir verkacken es bei jedem, kann das sein? Oh, da haben sich ein paar Pixel an Farben geändert. Wir riskieren es mal, vielleicht gehen wir mal hier rein. Ist sie das? Ist das jetzt quasi, hat das jetzt gezählt? So, also, I have bought a talisman from Robin Ashley of Arkshire that cures wizard fever, the disease that is affliction Redictor Ashwing. Okay, jetzt aber. Wir müssen zuerst nach The Buckingham. The Mach ich mal so. Achso. The Buckingham Farmstead. Ne, Buckingsley Plantation, genau das war das. Ja. Einmal ganz schnell, 2 Tage. Schnell da rein. So, jetzt suchen wir mal. Die. Ist sie das? Oh. Das ist ein Mann? Lord Kilbar. Okay. Äußerlich eine Frau, aber ein Mann. Hier gibt es auch mal Ladyboys. Okay. Death by Damned, I was wondering when you'd get here. You are Max? I'm Gondor Buckingsley and that I believe is my Sursum. If you haven't tried it before, you really should. The effect is heavenly. Anyway, here's your 712 gold pieces. Thanks a lot, Max. You are a lifesaver. Okay, dann können wir jetzt mal hier wieder gehen. Da ist Ladyboy wieder. Hier können wir noch mal kurz nach oben gucken. Gibt's nichts. So. Okay, jetzt, so. Nach Arkshire. I have bought a talisman from Barbin Ashley of Arkshire that cures wizard fever the disease that is afflicting Erector Ashwing. Wo war, I have seen Redictor Ashwing. His condition is even. Yeah, Kingston said. Redictor Ashwing said that Barbin. Ja, okay, aber hier dann jetzt. Warmore, genau, nach Warmore, ne? Ne, Charwich müssen wir hin. Charwich. So, ich hoffe, wir schaffen das rechtzeitig. So, wo war das? Da oben. Ich hoffe, der ist jetzt nicht draufgegangen. Wir sind doch hier im richtigen Gebäude, oder? War das nicht das richtige Gebäude? Doch, das war's. Hier. Oh, you've brought me the healing talisman. Thank you, Max, Leo Hacken. Here's the rest of the gold that my cousin promised you. I really can't thank you enough. I hope the rest of your travels are safe for you. Nice. Das heißt, die Quest haben wir jetzt auch erledigt, oder?
Ja, jetzt haben wir nur noch die beiden offen. So, das reicht dann für uns. Wir können wieder ganz normal, gemütlich zurück nach Wayrest. Das war jetzt mal eine interessante Zeit. So, interessanter Tag auf jeden Fall. Zwei Quests auf einen Schlag. Einfach mal nebenher beide erledigt. Aber ich würde so. Ah, okay. Wir sind wieder ein Werwolf. Ah, okay. Wir bleiben erstmal um Werwolf. Aber ich würde sagen, dieses Problem lösen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Maxideus und ciao.